Ja Leute, und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Ja, Freunde, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, es geht weiter. Auf geht's. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein, kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Sie ist ganz schön muskulös. Bei den Armen. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich habe drüber nachgedacht. Wir könnten Nannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie deinen Geschichten gerecht wird. Ja, gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Autsch. So. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Shit. Hey, sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu flirten. Ist das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille an, fragen nach ihm und dann. Ich weiß nicht. Wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken. Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen.
Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Wir sehen uns in der Lodge. Balancer. Lebst du noch? Alter. Das ist ein Fehler. 5 Schuss haben wir. Na gut. Verdammt.
Da. Zack. Ausweichen. Ah. Bam. Meine Schulter. Medikit ausrüsten. Okay. Oh, Munition. Nachladen. Das sieht doch schon mal viel besser aus als davor. Mit dem Schuss. Hier liegt nichts. Nur Munition. Okay. Vorne. Zack. Die Munition nehmen wir schön mit. Haben wir hier noch was? Da liegt noch Munition. So. Mal nachladen. Okay. So. Perfekt, alle ausgeschaltet. Liegt jetzt hier drinnen noch was? Ich guck mal ganz kurz. Ah, Heilzeug. Liegt hier noch was? So wie es ausschaut, liegt hier nichts mehr, okay. Hier drinnen noch irgendwas? Ne. Okay, weiter geht's. Nur Heilzeug und Munition. Hier liegt noch Munition, aber ich bin voll jetzt.
Nachladen geht nicht. Waffe ist voll. Bleib doch liegen! Hoffentlich war's das. Das Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Na los, hier lang. Bin hinter dir. Okay, wieder mit Ellie unterwegs. Wie, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Genau. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anhalten. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Na, Munition. Ansonsten liegt hier weiter nichts. Okay, gut.
Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Die Weitsicht, ey. Das sieht schon nice aus, ey. Oh Mann. Wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auch dass wir mit 73 auch so fit sind. Auch dass wir auch 73 werden. Ja, Munition. Was haben wir denn da? Keine Infizierten. Und nicht Infizierte auch nicht. Ah. Ein Sturm zieht auf. Ein paar Meilen weg. Okay. Und fertig. Komm. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep. Da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Alles klar, Dina, ich folge dir. Was haben wir denn hier noch Schönes drin? Aha! Haha! Oh, eine Bong. Ich wette, diese Bon gehörte Eugene. Nein, nein. Er hat sie mir geschenkt. Hast du Gras dabei? Oh, schön wär's. Ich hatte das immer von Eugene. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Danke.
sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter, nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Was musst du gerade sagen? Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du im Schnee Stoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um. Hab ich dir den Witz versaut? Nein. Vielleicht. Leck mich. Hier liegt nix. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Was weißt du über diesen Ort? Das ist eine normale Evakuierung. Infizierte kommen fast nie so weit heraus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Schön alles mitnehmen hier, ey. Die Wohnwagen sind süß, wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, schön hier alles mitnehmen. Mit sowas verreist? Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oh, Pillen. In ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Okay. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Hier ist nichts mehr. Das ist doch total der Jackson. Na gut. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja, was haben wir denn da? Ja. Wollen wir uns danach treffen? Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen großen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Okay. Und er kann auch unser Haus vor den Monstern beschützen. Und er kann mein Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschließt. Armes Kind. So sollte sie aussehen. Kannst du mir auch eine Waffe bringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlicher. Vielen, vielen Dank, Eric. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der jüngere Viper ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist er im ersten Film? 10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Krass. Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also.
Kamera hat. Oh, was haben wir denn da? Die habe ich noch nicht. Tesseractor. Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh, okay. Ja. Tesseractor, echter Name unbekannt. Intelligenz 80. Muskelkraft 60. Zugehörigkeit Society of Champions. Dieses mysteriöse transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da. Und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben im vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden. Wobei ihn der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseractor stammt von der Society of Champions, da das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tesseractor seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral. Okay. Warte, Moment. Es gibt Original-Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Ich denk drüber nach. Okay, da kann man nicht rein. Na gut. Ich denke mal, dass wir dann alles hier haben. Dann geht er zurück zu den Fernen. Da im Wohnwagen waren wir drinne. Da waren wir drinne. Dann da waren wir drinne. Okay. Alles erkundet. Alles mitgenommen. Weiter geht's. Da noch reingeht. Mal gucken. Nee. Hier geht nichts. Na ja, gut. Ganz schön eklig. Los, wir suchen sie. Gewehr ausrüsten. Okay. Mit R1 schnell Waffen wechseln. Alles klar. Viel wichtiger, wie kommen wir da rein? Spuren. Was meinst du? Teilen und herrschen? Einen nach dem anderen. Denk nach. Dina, hier lang. Da vorne. Erwischt. Eins. Teilen und herrschen. Boah. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Gute Idee. Verschlossen. Hm.
von der anderen Seite geöffnet werden. Okay. Und wieder Pillen, Munition. Wie viel habe ich denn jetzt von den Pillen? 18. Okay. Auf jeden Fall auf Gesundheit müssen wir gehen. Das steht fest. Mehr Gesundheit ist immer gut. Egal was für ein Spiel. Mehr Gesundheit ist immer, immer gut. Alles klar? Ja. Schlage betäubte Gegner, um großen Schaden zuzufügen. Okay. Die du erledigt hast. Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Wo lang denn jetzt? Hier nach oben. Ja. So. Mehr Runner. So. Sehr schön, Dina. Sehr, sehr schön. Mitnehmen. Den nach vorne ausschalten. So. Liegt bei dem, den Diener da ausgeschaltet hat, noch was? Mal gucken. Nee, okay. Ein Backstein. Sehr schön. Läuft doch. Sind das alle? Ja. Sieht so aus. Naja, da liegt eine Flasche, die brauchen wir nicht. Gehen wir weiter ins Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Ansonsten liegt hier nichts mehr. Okay. Ellie, hilfst du mir hoch? Ich will mich umsehen. Alles klar. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch.
Hier. Danke. Da. Siehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Drunter. Geh weg! Reck! Sau, du! Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will die wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Kein Medikit. Okay. Alles klar. Du blöde Sau, du! Was sind wir denn da? Ma'am, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte Ihnen nichts tun. Ich wollte nichts aus Ihrem Laden außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt. Was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauche das Insulin. Alle horten es für sich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebt. Es tut mir leid. Hm. Siehst du einen Weg aufs Dach? Weiß nicht. Hier ist nichts mehr. Okay. Jo, alles klar. Bin drin. Hey, ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Nice. Medikit herstellen. Medikit benutzen. So. Da drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Ich konnte. Okay, jetzt geht's ja. Munition. Perfekt. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Oh, ganz reizend. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Ja. Gehört das hier zum Supermarkt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Eine Werkbank wäre mal schön. Eine Werkbank wäre mal richtig schön.
komme ich denn jetzt hier weiter? Ah, hier durch. Was haben wir hier Feines? Ein Safe. Ja. Geht sowieso nicht. Der Code fehlt. Was haben wir hier? Yo, Christen, ich hab das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem ein braver Junge Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauf oder verschenk bloß nichts. Die sind für deinen Rücken, okay? Gute Besserung. Mina. Okay. Noch mehr Munition. Und den Safe können wir leider nicht öffnen, da fehlt die Kombination. Was haben wir hier? Ah, Munition voll mit der Pistole. Okay. Da haben wir nix. Da haben wir nix. Noch mehr Pillen. Müssen wir erst das vorherige machen, bevor wir das machen, oder was? Das ist ja scheiße. Ja gut, dann Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit. So. Trophäe erhalten, Lehrling. Perfekt. Wie die aussehen. Alter. Die Klicker, ey. Wie die aussehen, ey. Alter! Zack! Wo ist der andere Klicker? Klick, klick! Klicker, Klicker! Da vorne ist der Klicker. Oh, 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 oh. Licht besser ausmachen. Dreh dich nicht um. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Ah! Ich hab doch gesagt, dreh dich nicht um, du scheiß Klicker. Scheiße. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Nochmal. Dann wird erstmal der Klicker erledigt und dann der andere. So. Und jetzt der andere Klicker. Yeah.
Scheiße, pass auf! Mann, was mach ich denn? Ich bin so doof. Ich bin so doof. Und wenn ihr euch jetzt lautlos erledigt. Wo haben wir den Klicker? Wo haben wir den? Da vorne. Oh, Dina, geh mir aus dem Weg. So. Es geht doch. Es geht doch, Mensch. Diese blinden Viecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Wir verstehen uns. Dina, hilf ihm mal. Komm mal. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich nehme es gerne an. Oh, Molotov-Cocktail. Danke. Geil. Geil. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Das war's noch nicht. Geil. Fall die Warner zuerst. Und dann die Klicker. Klick, klick. Klicker, klicker. So. Da vorne ist ein Klicker. Klick, klick. Klicker, klicker. Wow. Da ist ein Klicker.
So. Und jetzt den Klicker da vorne. Und dann haben wir's. Boah, wie eklig die aussehen, die Klicker, ey. Alter Schwede. So. Alle ausgeschaltet. Medikit herstellen. Hab ich doch noch nicht alle ausgeschaltet? Jetzt aber. Bewegt sich noch was? Nein. Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Okay. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Okay. Siehst du einen Ausgang? Da. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Kabel. Na also. Ja, das sollte gehen. Okay. Scheiße, ja. Okay, das ist gut. Dann mal los. Drüben!